Ganz neu ist eine Sendung von Die Basis mit Dr. Med-Gerd Reuter. Und da zeigt sich das Problem, dass auch Dr. Med-Gerd Reuter die schlimmen Missstände des Gesundheitswesens zwar richtig schildern kann, aber einfach null Ideen äußert dazu, wie man das denn ändern könnte. Wie denn eine Gesundheitsreform aussehen könnte, die Schweinegrippe, Vogelgrippe und Corona zukünftig völlig unmöglich macht. Ja, und zwar in mehrfacher Hinsicht unmöglich macht. Erstens, indem das Immunsystem der Bevölkerung so gestärkt wird, dass da sowieso kein Risiko mehr besteht. Und zweitens, dass die vorteilbringenden Irrtümer, die Irrtümer von Drosten, Wieler und Lauterbach sich nicht mehr durchsetzen können, sozusagen, weil es dafür keine Beute mehr gibt, keinen Profit mehr gibt für Irrtümer, die der Bevölkerung schaden. Ja, und mit Rainer Füllmich und Wolfgang Wodak habe ich ja im Termin 12 von Corona-Untersuchungsausschuss, vom Corona-Ausschuss ab 1:47:22, ja, haben wir in der Sendung Fehlanreize im System besprochen, worum es gehen kann und gehen muss, nämlich die Zahl der Fehlanreize zu reduzieren. Ja? Und man kann, wenn man erkennt, wo die Probleme liegen, kann man mit zwei Faktoren die Fehlanreize reduzieren. Erstens mit knallharten Strafen für ein entsprechendes Handeln. Das nützt aber relativ wenig, wenn den Leuten sowieso gar nicht bewusst ist, dass sie sich ja irren, dass sie also nicht betrügerisch rangehen, also hier nicht so rangehen. Nicht so rangehen, dass es sich um kriminelle Lügen handelt. Da könnte man ja eventuell nochmal irgendwie was beweisen, wenn sich jemand verplappert oder es irgendwie einen Zeugen gibt oder der Träger einer kriminellen Lüge sich irgendwie mit jemand anderem darüber gesprochen hat, dann könnte es da ja Zeugen geben. Ja? Und damit wäre vielleicht eine Verurteilung möglich. Aber bei vorteilbringenden Irrtümern also, dass jemand seine eigenen Irrtümer glaubt, die ihm viel Geld bringen, das wird man nie verurteilen können, weil Irrtum ist keine Grundlage für Verurteilung. Ne? Denn unser Justizsystem bestraft nur die böse Absicht, die bewusste Schädigungsabsicht der Bevölkerung, aber nicht den vorteilbringenden Irrtum, an den der Träger eines Irrtums selber glaubt. Ein sparteninterner vorteilbringender Irrtum, den viele glauben, das wird man nie zu einem Gerichtsthema machen können. Das geht einfach auch nicht. Ja? Und das Entscheidende ist eben, dass die menschliche Psyche ja eben doch sehr biegsam ist, ja, das heißt, die großen Entdeckungen der Naturwissenschaften der letzten Jahrzehnte, ja, circa der letzten 40 Jahre, die alles verändert haben, die allerdings bis jetzt nur im Weltrat richtig aufgenommen sind, diese großen neuen Erkenntnisse, ja, sagen ja letztendlich ganz klar, ja,
hier unten rechts am mundlichen Ding schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ja, die sagen ganz klar, die Erkenntnisse der letzten 40 Jahre, dass der Mensch eben doch auch einfach ein Optimierer ist. Erstens neigt er dazu zu optimieren, den Zugang zu Eizellen und Samenzellen, die hochwertig sind. Also, der Mensch ist ja nur dann in der Lage, Aussackungen seiner selbst zu hinterlassen, wenn er es schafft, den Zugang zu kriegen zu hochwertigen Eizellen beziehungsweise hochwertigen Samenzellen aus Sicht der Frauen. Ne? Und vielleicht sogar noch eine hochwertige Kinderversorgung mit dazu kriegt oder so. Das heißt also, nur wer diese Situation schafft, zum Beispiel als Mann, der wird in der Zukunft auch noch Existenz sein, nämlich in Form eines ihm sehr ähnlichen Kindes. Ansonsten stirbt er aus wie die Dinosaurier und verschwindet aus der Evolution. Und das heißt, alle diejenigen, die nicht die Tendenz haben, jede Chance zu nutzen, an hochwertige Eizellen bzw. Samenzellen heranzukommen mit hochwertigen Genen drin, Alle die nicht so ein Programm haben, die sterben aus und sind schon längst ausgestorben. Also müssen wir davon ausgehen, dass alle, die heute noch leben, noch da sind, eben ein entsprechendes Programm haben. Ja, und wenn ja letztendlich gibt es auch noch einen zweiten Weg, nämlich die indirekte Strategie. Oder es ist schon auch teilweise eine direkte Strategie. Als erstes muss es erstmal ein Organismus schaffen, damit er überhaupt Chancen hat, seine Gene in hochwertige Eizellen, Samenzellen hineinzugeben, muss er sich erstmal ernähren können. Es muss also auch ein genetisches Interesse an der Ressourcenerreichung, Futter, Essen und so weiter haben, an Gütern. Zu diesen Ressourcen kann auch heutzutage gehören in dieser kapitalistischen Krankengesellschaft, dass man natürlich auch den Frauen ein schönes Nest hier für die Kinder zur Verfügung stellt. Auch dafür braucht es Ressourcen. Und ja, insofern ist also die Tendenz, sich Ressourcen zu beschaffen, um erstmal die Grundlage zu schaffen, selber gut genährt zu sein, ohne übergewichtig zu sein, muss man dazu sagen. Und dass man mit den Ressourcen, je mehr Ressourcen man hat, desto größer steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich einen gewissen Zugang gewährt bekommt zu hochwertigeren Eizellen und Samenzellen. Und von daher ist es eben so, dass Lebewesen das als oberstes Ziel haben und nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist für die Psyche in der Natur ein untergeordnetes Ziel. Die Psyche ist in erster Linie, Schluck Wasser, eine Gerätschaft, die uns ermöglichen soll, möglichst schnell an hochwertige Eizellen bzw. Samenzellen heranzukommen, bzw. an möglichst schnell an möglichst viele Ressourcen. Und dazu spielt Wahrheit praktisch keine Rolle. Wahrheit ist relativ unwichtig. Und alle Theorien, wie sie auch zum Beispiel in der Basis diskutiert werden, dass oder der Dr. Burchardt in der Talkshow bei der Basis mit mir geäußert hat, solche träumerischen Menschenbilder, die
sozusagen den Untergang der Partei, die Basis bedeuten werden. Also ich habe ja sowieso die Befürchtung, dass die Basis dabei ist, alle ihre Wahlchancen zu ruinieren, weil sie sich in lauter träumerischen Weltbildern bewegt und dadurch dann aber auch alle vernünftigen Wähler abstößt. Und es ist tragisch, weil 25.000 Mitglieder, da könnte man was draus machen. Aber eben deswegen unterstützen wir ja das Projekt oder die Idee von der Partei, die kompetente Partei des Gemeinwohls, die kompetente.weebworld.de, bitte sofort da mitwirken und mithelfen. Denn die Befürchtung ist, dass die Partei, die Basis eben so im Moment darauf hinausläuft, sich selbst zu ruinieren. Ne? Ja, und das ist schade bei 25.000 Mitgliedern, aber so ist das halt. Ne? Das ist, vielleicht sind die 25.000 Mitglieder auch nur beigetreten, weil so viele Irrtümer in der Partei kreisen und einfache Menschen lieben die vorteilbringenden Irrtümer, mit denen sie durchmanipuliert sind. Und wenn die dann wiederholt werden, die Irrtümer, die man sie glauben gemacht hat, wenn die dann wiederholt werden, dann sagt man, ja, das ist meine Partei, da mache ich mit. Ja. Aber das ist ein Problem. Ja. Und von daher, ich zum Beispiel, wenn ich dran denke, der Irrtum von Diana Osterhage, die eine Parteivorsitzende der Basis, Homöopathie sei etwas, was vielleicht sogar die Wähler nicht nur abschrecken würde, sondern vielleicht den einen oder anderen vielleicht sogar anziehen könnte. Da habe ich so meine Bedenken, denn wir wissen, dass sozusagen die Schulmediziner, die heute so viel Unheil anrichten, dass die früher in der Evolution vor 170.000 Jahren, 160, 150, 140.000 Jahren, alle eher homöopathieähnliche Heilpraktiker waren. Aber die Fehlanreize haben dazu geführt, dass aus denen eben nach und nach eben gnadenlose Schulmediziner wurden und werden mussten, weil der Bezahlungsschlüssel, die Fehlanreize eben sie dahin gelenkt haben, weil es eben immer dann mehr Ressourcen gab, wenn man Geld auf Kosten der Patienten gemacht hat, indem man sie zu Dauerpatienten verwandelt hat, in Dauerkunden verwandelt hat und chronisch krank gehalten hat und sie sich wie so ein Kundenzoo gehalten hat, ja, und sie letztendlich insgesamt immer kränker gemacht hat und zwar in einem gewissen Abstand vom Tode gehalten hat, aber immerhin so krank gemacht hat, dass sie wirklich immer regelmäßig Geld abwerfen. Ja? Und genau das Gleiche wird bei Heilpraktikern für Homöopathie auch immer wieder passieren. Ja, und dann auch dieses Dr. Baum von der zweite der beiden Vorsitzenden von die Basis mit seinem Erwähnung von Anthroposophie und Rudolf Steiner. Das sind auch Traumwelten, die auch so dieses Unterstellen, dass der Mensch der Wahrheit verpflichtet sei und seinen Idealen und so weiter und eigentlich Gutes wollte und so weiter. Das ist alles eben auch ein völlig naives Menschenbild, das eben der Tatsache nicht gerecht wird, dass die Wahrheit keine Rolle spielt, so dass ich, wenn ich also eine Gesundheitsreform mache, in der ich zum Beispiel die Ärzte quasi denen ein staatliches Festgehalt gebe, dass dann wieder eben die entscheidende Rolle spielt, ja, wie kommt man an Ressourcen ran? Ja, also wie komme ich an die Eizellen und Samenzellen ran,
so dass ich hier 4 Urenkel oder sowas hinterlassen kann, oder hier, ne, oder 5 Urenkel sind es, glaube ich, oder hier Kinder hinterlassen kann, ja, viele, viele Enkelkinder und Urenkelkinder hinterlassen kann und dadurch in der Zukunft noch existent bin. Dazu muss ich eben Ressourcen beschaffen. Und Irrtümer, die aus meinen Kunden Dauerkunden machen, ermöglichen mir das halt. Das sind die berühmten vorteilbringenden Irrtümer oder parasitären Meme oder Killerviren des Geistes, irrationale Kognitionen oder was auch immer. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Bleiben wir bei vorteilbringende Irrtümer. Ja, und das bedeutet dann eben, dass letztendlich auch aus jedem Heilpraktiker und jedem Homöopathen und auch aus jedem Arzt, der nach staatlichem, der ein staatliches Festgehalt bekommt, wird automatisch etwas Problematisches wird, weil wenn der ein staatliches Festgehalt kriegt, dann kann er sozusagen höchstens, indem er sich bestechen lässt, noch seine Ressourcen erhöhen. Es besteht also auch im staatlichen System eine riesige Bestechungsgefahr. Natürlich muss man natürlich entsprechend dagegen mit ganz hohen Strafen, lebenslänglichen Strafen und so weiter dagegen androhen müsste man, weil das ist ja quasi, wenn sich jemand bestechen lässt im Gesundheitsbereich, ist es ja quasi eigentlich immer Richtung, geht's immer Richtung Mordversuch, weil man ja im Prinzip oder das Sterben von Menschen in Kauf nimmt, des Profites willen, ja, der Bestechung willen, der Bestechungsgelder willen. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es dann eben so, dass man dann die Fehlanreize öffnet. Man hat zwar dann nicht mehr den Fehlanreiz, möglichst viele Operationen, Impfungen und Tests und so weiter zu verkaufen, um möglichst viel Geld abzukassieren aus der Bevölkerung, sondern man kann eigentlich auch den Patienten ignorieren und gleich direkt auf die Eizellen zugehen. Also man kann direkt sich um die hübschen Krankenschwestern, ja, die hübschen Mitärztinnen, Krankenschwestern, Arzthelferinnen kümmern und dann direkt das oberste Ziel jedes Organismus erreichen, Zugang zu hochwertigen Eizellen beziehungsweise Samenzellen, umgedreht bei der weiblichen Seite. Und dann kann man Aussackungen seiner selbst in die Zukunft produzieren. Und da das das oberste Ziel jedes Organismus ist, ist also jedes Weltbild, das unterstellt, dass die Lebewesen und Menschen, also so idealistische von Wahrheit und Idealismus diszipliniert immer das Gute tun würden, solche Träumereien haben sich in den letzten 400.000 Jahr gründlichst als völlig falsch erwiesen, und die Basis steht aber solchen träumerischen, völlig naiven, weltfremden Menschenbildern leider sehr nahe, und es wird ja auch ihr Scheitern mit begünstigen. Nein, wir müssen letztendlich knallhart die Anreize so setzen, dass eben der Arzt weder durch zu viel tun irgendwelche Profite machen kann, noch durch zu wenig tun, zum Beispiel durch Vernachlässigung der Patienten Profite machen kann, oder eben als, wenn man als Profite auch bezeichnet, Aussackungen seiner selbst in die Zukunft hinein zu produzieren, ja, dann darf man das nicht zulassen. Und darin liegt die Kunst, sozusagen. Unsere Gesundheitsreform von den Next Scientists for Future besteht aus
unheimlich vielen verschiedenen Möglichkeiten, denen aber alles gemeinsam ist. In der gestrigen Sendung oder in der letzten Sendung ging es ja um das Schadensersatzmodell der Gesundheitsreform. Es gibt das Wohlfühlstimmenmodell der Gesundheitsreform mit dem, und es gibt das Gesundheitsaufwand-Erwartungskurven. Modell, das sehr hohe Wasserdichtigkeitsgrade erreichen könnte. Aber immer geht es darum, sozusagen ein System, das jetzige bösartige raubtierkapitalistische Medizinsystem und Pharma- und Impfindustriesystem zu beenden. Denn das besteht praktisch nur aus Fehlanreizen. Also da ist eigentlich beim jetzigen System, ist also quasi, ja, stehen alle Fehlanreiztüren sozusagen sperrangelweit offen und deswegen richtet dieses System den größten Schaden an. Und das hat ja Dr. Med-Gernd Reuter schön beschrieben in seiner neuen Sendung mit Die Basis, ja, wo er das ja ganz deutlich ausgedrückt hat nochmal. Oder ziemlich deutlicher, hat es, glaube ich, schon mal noch deutlicher ausgesagt. Aber ja, und er hat auch, glaube ich, so, da wurde sogar der Satz geschrieben auf der Sendung, ja, dass Medizin, die heutige Medizin, ja eben eine der wichtigsten Todesursachen für die Menschheit ist, ja, eben weil eben da lauter Fehlanreize wirken. Ja. Und unser Bemühen als Next Scientist for Future.de muss eben sein, darum zu ringen und zu schleifen und zu polieren und polieren, zu feilen, zu schleifen und fein zu polieren, dass die Fehlanreize immer weniger werden. Vielleicht kriegt man nicht hundertprozentige Nicht-Fehlanreize hin. Entscheidend ist ja auch nur, dass es zu keinem Fehlverhalten mehr kommt. Das kann ich ja auch erreichen, indem ich zum Beispiel hohe Strafen für bestimmtes Verhalten setze. Wie gesagt, wieder mit dem Problem, dass diese hohen Strafen durch vorteilbringende Irrtümer ja wieder ausgetrickst werden können. Nämlich so nach dem Motto, ich war doch überzeugt, dass ich das Richtige tue und das Gute tue. Da? Und schon können sie so jemanden ja nicht mehr verurteilen. Ja? Aber man kann eben immer, unsere Arbeit ist immer ein System, das praktisch nur aus Fehlanreizen besteht und deswegen allergrößten Schaden anrichtet, können wir, wenn wir die Fehlanreize um 50, 60, 70, 80, 90% reduzieren, dann machen wir riesige Einsparungen und erzeugen viel mehr Gesundheit und viel stärkere Immunsysteme, sodass dann solche Dinge wie Vogelgrippe, Schweinegrippe, Corona allein vom Immunsystem her gar kein Thema mehr sein können. Das hat ja auch Dr. Reuter schön angesprochen, dass zum Beispiel die Pest, dass die nicht einfach Kraft des Erregers Wirkung erzielt hatte. Und zwar, die hatte ja Sterbezahlen angeblich von circa 30% der Bevölkerung. Aber dass diese Wirkung nicht allein auf die Stärke des Erregers zurückzuführen war, sondern auf die gewaltig geschwächten Immunsysteme in extremsten Not- und Fehlernährungs- und Mangelernährungssituationen, wo die Menschen quasi kaum irgendeine Immunabwehrkraft hatten und deswegen dann solch ein Erreger doch sehr viel erreichen konnte. Und Dr. Reuter sagt ganz richtig, ja, in Wohlstandszeiten gibt es gar keine Seuchen, weil da die Abwehrkraft trotz aller hochproblematischen Aspekte unseres giftigen Ernährungssystems immer noch relativ hoch ist. Ja? Also es braucht schon extreme Notsituationen mit extremer Fehlernährung und einseitiger Ernährung und Vitaminmangel und alles Mögliche, um wirklich die Immunsysteme so zu schwächen, dass dann überhaupt ein Pestausbruch überhaupt möglich ist. Ja? Weil der Erreger alleine relativ wenig ist und das Milieu viel wichtiger ist. Ja?
Also das Abwehrmilieu im Körper viel wichtiger ist. Und ja, das jetzige System, ja, noch, um das noch einmal zu sagen, und deswegen ist es, das ist wirklich alternativlos, ja. Es gibt ja diese unsachlichen Sprüche von There is no order, native oder irgendwie, also, alternativlos ist nur, dass wir dieses alle Systeme reformieren müssen, weil wir haben wirklich die jetzigen Systeme im bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus beinhalten so unendlich viele Fehlanreize, dass eigentlich alles aus Schaden besteht. Ja? Denn eigentlich hatten wir nur eine Situation mit fast null Fehlanreizen. Und das war der urmatriarchale, vor 400.000 Jahren, der ausgereifte urmatriarchale, pazifistische Bonobo-Schenker-Kommunismus unserer Vorfahren in Afrika. Ja, wir sind ja alle Schwarzafrikaner in einem etwas helleren Anstrich, aber in uns steckt ja alles, wir sind ja alle Schwarzafrikaner, ne? Von der Herkunft her. Das hat Professor Kutschera auch gestern nochmal gesagt in einer Sendung, ne? Gestern, heute. Ja, das von daher ist es also so, zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, über was wir dann arbeiten müssen, zum Beispiel beim Schadensersatzmodell. Da müssen wir uns dann eben ja um so Dinge kümmern. Und wie gesagt, ich fürchte, dass wir bei der Basis nicht richtig weiterkommen. Also die Basis hätte ja nach der Talkshow mit mir, nach den beiden Talkshows mit mir, hätte es ja sofort hunderte von Einladungen zu Sendungen, gemeinsamen Sendungen kommen müssen, wenn man bei der Bundestagswahl auch nur die geringste Chance haben wollte, diese utopisch hohe Grenze der 5% zu erreichen. So fürchte ich ja, dass es bei 2 bis 3% bleibt und dann stirbt, normalerweise stirbt dann eine Partei. Das wäre die absolute Ausnahme, wenn die Basis nicht sterben würde, in einen Sterbeprozess übergehen würde, nach der Niederlage bei der Bundestagswahl. Ne? Schade, viele Leute, aber wie gesagt, es nützt ja nichts, wenn viele Leute nur falsche Gedanken haben, nur Irrtümer im Kopf haben, nur Manipulationsopfer sind, totalen Wissens- und Kompetenzmangel haben. Und dafür gibt es dann die Nachfolgepartei, die Kompetente, die muss es dann halt versuchen zu richten. Ja? Bitte melden sofort. Ne, dort. Ja. Und das Problem ist immer, wie Dr. Wodak ja so richtig sagte, auch schon im Termin 12, natürlich müssen wir uns ständig mit der Frage beschäftigen, wie weit Fehlanreize noch vorliegen, Leute, die keinen Profit bringen, rauszuekeln, Patienten, die keinen Profit bringen, schwierig sind, rauszuekeln. Und oder bei denen hohe Kosten drohen oder ja, ich habe ja schon einiges angedeutet, man muss dann untersuchen, wie sich die Wohlfühlstimmen im Durchschnitt je nach Altersgruppe und nach Jahrgang sozusagen verändern, dann muss man Formeln entwickeln, die dann diese Unterschiede der Entwicklung ausgleichen. Nehmen wir mal an, Ältere würden, wie Professor Sven Völpel zuletzt gerade wieder gesagt hat, würden eher po bessere Wohlfühlstimmen abgeben, obwohl sie doch eigentlich immer kränklicher werden, ne? Trotzdem aber sich besser wohler fühlen im Alter. Je nachdem, wie die faktischen Ergebnisse sind, ja, muss man dann Korrekturformeln entwickeln, so dass man sagen kann, dass es von daher dann von der Wohlfühlstimme her weder für den Supermarktleiter noch für den Praxisleiter
einen Unterschied macht, ob er ältere Leute betreut oder jüngere Leute betreut. Während zum Beispiel bei dem Schadensersatzmodell, da ist natürlich immer das Problem zu beachten, dass wenn zum Beispiel ab dem 100. Lebensjahr, also bis zum 100. Lebensjahr, der Arzt einen Schadensersatz abgezogen kriegt, wenn die Leute vor dem zum Beispiel 100. Lebensjahr sterben, dann kann das natürlich auch zur Folge haben, dass wenn er merkt, dass er das nicht schafft, dass er dann Leute rausekelt, bevor sie sterben können und dadurch dann den Schadensersatz nicht zahlen muss. Aber das haben wir ja dann so geregelt, dass er für dieses Rausekeln, egal aus welchem Grund, das kann ja auch sein, dass der Mensch nur einfach umzieht, weil er ganz andere Gründe hat, aber er kriegt für jeden, der abwandert, kriegt er so hohe Strafzahlungen aufgebrummt, dass ihm das Strafgeld im Sterbefall eher dagegen gering erscheint, ja, so dass er dann wieder kein Fehlverhalten aufweist, sondern sagt, nö, ich kann einfach nichts anderes tun. Dieses System erlaubt mir, das neue Gesundheitssystem erlaubt mir einfach nur immer, ich sollte mich einfach den ganzen Tag darauf konzentrieren, wie ich die Gesundheit und die Langlebigkeit und das Wohlfühlen meiner Kunden optimieren kann, immer noch weiter verbessern kann. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob dann wirklich alle Fehlanreize absolut wasserdicht sind. Wenn das erreicht ist, dass die Masse der Praxisleiter die richtige Grundmotivation hat und sich nur darauf konzentriert, dann funktioniert es ja. Ja, und vielleicht kann es ja dann auch helfen, den Leuten ins Gewissen zu reden und zu sagen, geht doch nicht hin und sucht, wie es ja allerdings heutzutage oft Praxis ist, da gibt es ja regelrechte Kurse, wo gezielt gesucht wird nach Fehlanreizen im Abrechnungssystem und die dann gnadenlos ausgenutzt werden, sozusagen, und wo es regelrechte Weiterbildungen für Ärzte gibt, diese Fehlanreize im System, diese Lücken im System auszunutzen und gnadenlos damit Geldern zu machen. Das zeigt eben, dass die Menschen oft leider eben doch alle Wege suchen, Profite auf Kosten der Mitmenschen zu machen. Und aber sozusagen, wenn man es schafft, den Leuten tatsächlich so ins Gewissen zu reden, dass sie sagen, nee, ich will wirklich so viel Gutes tun in dieser Gesellschaft jetzt, dass ich gar nicht erst hingehe und solche Kurse besuche, in denen ich die, wie sagt man, die Lücken im Gesetzestext und die Fehlanreizlücken sozusagen beigebracht bekomme und so dann also das System bestmöglich ausnutzen kann. Darauf konzentriere ich mich gar nicht, darauf investiere ich gar keine Zeit, sondern investiere meine Zeit nur auf ein Ziel: Gesundheit, Wohlfühlen und Langlebigkeit meiner Kunden zu optimieren. Ja, und insofern braucht es gar keine hundertprozentige absolute Wasserdichtigkeit. Es reicht auch, dass man über den Fluss kommt, ohne abzusaufen. Und im Moment ist halt, sind die Fehlanreize im System so gewaltig, dass eigentlich bei einem Drittel des Flusses das Schiff schon untergegangen ist. Ja, das heißt also, wie Dr. Reuter richtig sagt, unser Gesundheitssystem ist absolut schädlich geworden. Was aber die meisten Leute gar nicht erfassen können, weil sie weder von Menschen etwas verstehen, noch von den modernen Naturwissenschaften, noch von den Einsichten solcher klugen Ärzte wie Dr. Med. Reuter, die eben erkannt haben, da läuft alles schief, was nur schief gehen kann, weil das System nicht nur ein paar Fehlanreize hat, sondern ausschließlich aus Fehlanreizen besteht. Ja, und deswegen müssen wir handeln. Es gibt keine Alternative. Es gibt wirklich, es ist alternativlos. Es braucht eine Gesundheitsreform, die immer Stück für Stück immer nachgebessert werden muss und jede eventuelle noch vorhandene Spur eines Fehlanreizes versuchen muss auszumerzen, damit wirklich am Ende
die Praxen nur ein einziges Motiv haben. Wie kann ich die Gesundheit, Langlebigkeit und das Wohlfühlen unserer Kunden maximal fördern? Ja? Und das ist der Weg. Und jetzt zum Beispiel, ich mache mal noch ein Beispiel, ja? Zum Beispiel, wenn die Leute umziehen bei der Schadensersatzregelung, bei dem Schadensersatzgesundheitsreformmodell, da ist es dann so, wenn aus jeder Praxis heraus pro Jahr 10 Leute wegziehen, dann bedeutet das riesige, hohe Zahlungen, die die Praxis leisten muss, denn sie muss ja, was weiß ich, ein Jahr, vielleicht sogar 2 Jahre, wenn man das, die nochmal alle Kosten für diese Leute, die entstehen können, übernehmen. Das heißt, das ist richtig teuer für die Praxis, wenn die Leute umziehen. Damit haben wir auch das Interesse, die Leute rauszuekeln, gut gekontert, weil egal, ob sie umziehen oder ich sie rausgeekelt habe, spielt keine Rolle. Wenn sie abwandern, kostet es mich ganz viel als Praxisbetreiber und Praxisleiter, Leiterin. Ja. Aber wenn sozusagen, auf der anderen Seite muss man sagen, dass ja auch jedes Jahr 10 Leute von anderen Praxen zuwandern, egal warum, ob sie rausgeekelt wurden in der alten Praxis oder einfach nur aus ganz normalen Umzugsgründen zuwandern. Und dadurch habe ich den Ausgleich. Nämlich für diese 10 Leute entstehen ja 1 bis 2 Jahre lang gar keine eigenen Kosten, sondern ich kann einfach gucken, mich nach und nach auf diese Neupatienten, Neukunden einzustellen und die in meinem kostenlosen Freizeit- und Wochenendkursangebot mitlaufen zu lassen, sie kennenzulernen und so weiter, so dass ich dann nach 1 bis 2 Jahren weiterhin es schaffe, auch alle weiteren Kosten zu vermeiden. Und insofern gleichen sich da die Dinge wieder aus. Also Sie merken, es ist eine ganz hohe Kunst, Systeme zu feilen. Und das Problem ist, dass das fast niemand kann. Das heißt, sogar jemand so Kluges wie Dr. Med-Gerd Reuter, der die Missstände unseres Gesundheitswesens ziemlich klar, ich würde sagen, er unterschätzt sie auch noch sehr weitgehend, aber immerhin ziemlich weitgehend schon erfasst. Und auch Dr. Sucharit Bhakti, der schon vor Jahrzehnten, ja vor in diesem ZDF-Bericht, der ja berühmt geworden ist, erkannt hat, dass da ganz viel schiefläuft im Gesundheits- und auch im Wissenschaftsbetrieb ganz viel schiefläuft, ja. Dass letztendlich, trotzdem keiner von denen, auch nur ein halbwegs, auch Dr. Wodak, sein Modell, ist auch völlig unbrauchbar als Gesundheitsreform. Man kann darüber reden, aber zum Beispiel hat er das Problem nicht gelöst in den sogenannten Regionalbudgets. Zum Beispiel, da fehlt völlig jegliche Lösung. Kann ich das hier auch zumachen, glaube ich. Da fehlt völlig jede Lösung für das Problem, dass in Dr. Wodaks Regionalbudgetmodell, dass da die Ärzte dazu neigen könnten, bitte schneller drehen, Sie merken es, ich rede sehr langsam, weil ich sehr viel überlegen muss, bevor ich was sage. Das heißt also, dass die Ärzte, die den vorteilbringenden Irrtum glauben, aus dem sie heraus zum Beispiel notwendige Krankenhausaufenthalte unterlassen, obwohl der Patient sie unbedingt bräuchte, und dass er aufgrund dieser unterlassenen Krankenhausaufenthalte dann stirbt,
Das hat überhaupt keine negativen Folgen in dem Regionalbudgetsystem, das Dr. Wodak vorgeschlagen hat. Also man sieht, dass hier lebensgefährliche Fehlanreize noch nicht zugekittet sind, sozusagen in seinem System, während sie in unserem System die solche krassen Fehlanreize zugekittet sind. Bei uns wird es keine Todesfälle durch Unterlassung geben. Und durch unterlassene Hilfe geben. Aber genau das ist beim Regionalbudget von Dr. Wodak ganz drastisch zu befürchten. Also ich muss es damit noch einmal sagen, die Basis, da kreisen einfach zu viel in der Welt vorhandene inkompetente Lösungsmodelle, die nicht richtig greifen. Die werden bis jetzt von der Basis offensichtlich irgendwie favorisiert. Und das bringt uns aber nicht weiter, weil das keine richtig guten Lösungen sind. Und deswegen fürchte ich, dass wir um die Kompetente, die Partei des Gemeinwohls, nicht herumkommen werden. Ja? Also, weil die Basis sich selbst kaputt macht. Ja? Indem sie sich eben nicht ausreichend attraktiv für die Wählerinnen macht. Ja, und sie verwechseln das auch, die Basis verwechselt das eigentlich. Bei der Bundestagswahl, um 5% zu erreichen, von, sagen wir mal, bestenfalls 50 Millionen Wählerinnen, dann brauche ich ja 10%, also ich muss ja, um 5% zu erreichen, muss ich ja letztendlich 5% von 50 Millionen erreichen. Und 5% von 50 Millionen, das sind über 2,5 Millionen Wählerinnen. Und das ist eine ganz andere Dimension als 25.000 Mitglieder zu gewinnen. Ich weiß nicht, 2,5 Millionen Wählerinnen. Ein Zehntel davon sind 250.000. Und ein Hundertstel sind 25.000. Also die Partei hat 25.000 gesicherte Wähler, also ein Hundertstel von dem, was es braucht. Dann lassen Sie, gehen Sie mal davon aus, dass neben den Parteimitgliedern für jedes Parteimitglied es vielleicht noch vier oder drei weitere Sympathisanten gibt. Dann haben Sie immerhin schon 100.000, die es wählen werden. Oder vielleicht sogar 200.000 wählen werden. Aber das ist immer noch unendlich weit entfernt von 2,5 Millionen. Und wenn die Partei wirklich 2% kriegt, dann würde das ja bedeuten, dass sie 1 Million Wählerinnen erreicht. Das wäre doch schon mal, und wenn sie 3% kriegt, wären das 1,5 Millionen Wähler. Das ist aber immer noch 1 Million Wähler zu wenig. Und ich glaube, die Partei unterschätzt auch, was es bedeutet, wenn die Parteimitglieder und die gesamte Partei erleben muss, dass sie eigentlich nur Schaden angerichtet hat. Ja, denn wenn eine Partei mit 3% oder sagen wir auch 4% scheitert bei der Bundestagswahl, dann hat sie ja nur Schaden angerichtet, weil sie genau genommen jede Wahlstimme, die an die Basis gegangen ist, hat der CDU genutzt, der SPD genutzt und den Grünen genutzt, und das wollte man ja eigentlich gar nicht. Also man mit jeder Wahlstimme, die man in den Mülleimer wirft, der 5%-Klausel wirft, mit der nutzt man genau denen, die man eigentlich gerne ablösen möchte politisch. Und das machen Wähler nicht sehr oft. Das machen Wähler einmal. Ich glaube, dass es eben jetzt noch einen Aufwärtstrend geben mag, aber auch jeder Wähler, der vernünftig denkt, der wird sich jetzt schon sagen, in Baden-Württemberg hatten die noch nicht mal 1%, in Sachsen-Anhalt 1,5%. Wie soll es weitergehen? Dann kann es doch bei der Bundestagswahl nur 2% oder allerhöchstens 3% geben. Und damit ist diese Stimme für den Mülleimer. Und zwar, es ist quasi, wenn ich eine Stimme für die Basis abgebe, dann weiß doch jeder kluge Wähler, dass er damit eigentlich indirekt eine Stimme abgibt für die CDU, die SPD und die Grüne, also genau genommen für die, die man nicht will, die man nicht unterstützen will, deren Ablösung man will.
Und das, ich glaube, da werden sich die Wähler ja leider ganz genau überlegen, was sie tun. Und vielleicht werden viele schon deswegen Abstand nehmen, die Basis zu wählen. Es würde mich also auch nicht überraschen, wenn statt 3% bei der Bundestagswahl plötzlich 1% bei der Bundestagswahl stehen würde, weil die Wähler sich genau überlegen, ob sie denn wirklich wollen, dass ihre Wahlstimme quasi ihrem politischen Gegner positiv nutzt. Und das ist ja gerade das Dramatische dieser 5%-Klausel, weswegen wir ja Reformvorschläge haben, das System mit der 5%-Klausel zu ändern. Das hatte ich aber auch schon öfters beschrieben. Ja, jetzt gucke ich mal noch, ob ich noch irgendwas Interessantes für Sie finde. Das ist ja ein Bild von mir jetzt nochmal gewesen. Ja. Also, ich fürchte, wir kommen um die Kompetente nicht drumherum, die Partei des Gemeinwohls. Und irgendwann werden wir hoffentlich vielleicht diese ganzen Gemeinwohlbewegungen, die mittlerweile weltweit sind, die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber und wir als gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, GWO, also GWÖ und GWO, dass die irgendwann sich vielleicht bei dieser Partei treffen, weil auch die gesamte Gemeinwohlökonomie-Fans, weil die vielleicht irgendwann merken, ohne eine Partei des Gemeinwohls wird das wohl alles nie was werden. Der Grundgedanke sich nicht umsetzen lassen. Und dann werden vielleicht die Fans der Gemeinwohlökonomie auch akzeptieren, dass die GWO die besseren Konzepte hat als die GWÖ. Naja, und oder man macht eben ein Mittelding daraus und so weiter. Und dann kann man ja alles überlegen und diskutieren. Ich habe ja schon ganz oft die großen Mängel der GWÖ angesprochen, dass sie also die Glückszerstörung durch den Kapitalismus nicht kennt und deswegen auch keine Gegenmaßnahmen ergreift in ihrem Konzept und dass auch die GWÖ keinerlei Mittel hat, detektivisch, also unser System hat detektivische Eigenschaften und kann zum Beispiel ein giftiges Biobrot einer Biobäckerei entlarven, sozusagen, auch wenn es allen Beteiligten gar nicht bewusst ist, dass da was schiefläuft. Während das die GWÖ überhaupt nicht enttarnen kann. Sie hat also gar keine detektivischen Detektionsmechanismen sozusagen eingebaut, während wir das eingebaut haben natürlich. Ja, und von daher kann man sagen, ich gehe mal gerade noch durch, ob ich was habe. Also wie gesagt, ich habe es ja schon oft gesagt, dass das, weswegen wir nicht alle tot sind, ist der kooperative Anteil von etwa 8% der Interaktionen einer Gesellschaft. 92% aller Interaktionen der Gesellschaft sind gegenseitige Schädigung, so wie es Dr. Reuter beschrieben hat, dass das Gesundheitssystem uns riesigen Schaden zufügt. Ja? Und das ist aber in allen Sparten der Gesellschaft der Fall. Und 2% von diesen 92% dürften auf kriminelle Lügen zurückgehen, also bewusster Betrug sein. Und hier nochmal das Bild: im bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus, Schluck Wasser, führt jede Sparte der Gesellschaft einen Krieg gegen alles andere und versucht aus dem Gesamtkuchen möglichst viel Profit herauszubeißen und dabei fügt sie der Restgesellschaft, der jeweiligen Restgesellschaft maximalen Schaden zu. Ja, und wie gesagt, ich habe es ja angedeutet, man kann diskutieren eben über das Schadensersatzmodell, über das Wohlfühlstimmenmodell. Man kann zusätzlich oder eins davon unabhängig, dass die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve diskutieren, verglichen mit dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand und so weiter. Man kann über Beitragsrückerstattungs-Sonderbelohnungsprämien nachdenken, wie sie auch im Schadensersatzsystem als eine Möglichkeit angedacht sind oder zur Diskussion gestellt sind und, ja. Und diese Idee von diesem Dr. Burchard bei der Talkshow, wo ich bei der Basis Köln dabei war,
Da ist es eben letztendlich so, diese Illusion, dass also ein Lehrer einfach so Gutes tun würde oder ein Arzt einfach so Gutes tun würde, wenn eben quasi da ein staatliches Festgehalt, Grundgehalt, Beamtengehalt oder was da auch immer da ist. Das sind naive Vorstellungen, die nicht sehen, dass dieses Modell ja wieder neue Fehlanreize öffnet und dass wir dadurch, durch solch ein Modell, immer noch unendlich weit von einer Wasserdichtigkeit und einem möglichst wenige Fehlanreize immer noch unendlich weit entfernt sind, sondern das ist einfach der Traum, die Unterstellung, der Mensch sei doch ein idealistisches, gutes Wesen. Und ich habe es ja vorhin geschildert, leider ist der Mensch ein Optimierer, für den Wahrheit, für dessen Gehirn Wahrheit überhaupt keine Rolle spielt. Hauptsache, ich komme an Eizellen, hochwertige, genetisch gut gefüllte, mit guten Genen gefüllte Eizellen und Samenzellen heran. Oder beziehungsweise und an die Ressourcen, die mir diesen Zugang zu den Eizellen ermöglichen, beziehungsweise den Zugang ermöglichen, dass ich sozusagen möglichst an möglichst viele, also möglichst Aussackungen meiner selbst hinterlasse. Das müssen übrigens nicht unbedingt unendlich viele sein, sondern es kommt ja auf die Qualität drauf an. Es nützt ja nichts, 10 Aussackungen seiner selbst in der Zukunft zu hinterlassen, wenn die alle nichts taugen, sondern es reicht ja auch, wenn wir eins hinterlassen oder zwei hinterlassen und die qualitativ hochwertig sind und selbst wieder hohe Fähigkeiten haben, wiederum Aussackungen ihrer selbst in die Zukunft hinein zu hinterlassen. Ja? Und deswegen ist es so auch entscheidend für die Evolutionsbiologie. Es kommt darauf an, wie viele Enkel man hinterlässt. Es nützt nichts, 10 Kinder zu hinterlassen, wenn alle 10 Kinder wiederum gar keine Kinder in die Welt setzen können, weil sie gar keinen Zugang zu hochwertigen Eizellen oder Samenzellen kriegen. Das nützt nichts, sondern es ist besser, 2 qualitativ hochwertige Kinder oder Aussackungen seiner selbst für die Zukunft zu hinterlassen, wenn die dann auch wieder jeweils zusammen auch wieder 2 bis 3 Kinder bekommen, dann ist man in der Zukunft präsent. Es kommt also ganz stark auf die Qualität an. Ne? Ja, und insofern, jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendwas finde, was Sie wissen müssten. Nee, das ist hier nochmal der Vertrag mit dem Schadensersatzmodell. Ja, und man kann, wir haben ja lange, haben wir uns von der Basis da so ein bisschen auch in die Irre führen lassen. Wir haben uns so ein bisschen anstecken lassen als von der Illusion. Die Bevölkerung warte total gierig auf Volksentscheide und basisdemokratische Dinge. Das hat sich schon irgendwie widerlegt. Wenn ich nur dran denke, wie winzig das Interesse an der verfassunggebenden Versammlung, der Gemeinwohllobby ist und auch an der Sendung, die wir mit der Begründerin der Gemeinwohllobby geführt haben. Das Interesse war so erschreckend gering an diesen Themen, dass man sagen kann, die Masse der Menschen scheint sich für Basisdemokratie null zu interessieren, für Volksentscheide null zu interessieren. Wir haben da vieles entwickelt. Sie sehen es ja, dass wir hier die Machtbegrenzungskette, wir haben quasi für die Basispartei die 6 Kettenglieder der Basisdemokratie entwickelt, unter anderem hier die Reform der 5%-Hürde. Und hier haben wir nochmal auch für einen seriösen Weg, wie man diese verfassunggebende Versammlung seriös durchführen konnte, entwickelt. Und dann haben wir hier sozusagen die Volksentscheid-Wahlprogramme, wo man in echt basisdemokratischer Manier quasi den Wählerinnen verspricht, dass sie diesen Volksentscheid nach der Wahl vorgelegt bekommen und da dann aus 5 Vorschlagsgruppen ihren Lieblingsreformvorschlag in den einzelnen Bereichen, hier Gesundheitsreform, ankreuzen.
setzen oder konsensieren können, Widerstandspunkte zwischen 0 und 10 Widerstandspunkten eintragen können. Das kann man alles machen oder auch hier, das wäre dann der Volksentscheid Verfassung. Ja, das kann man alles machen, nur scheint es da kein Interesse dran zu geben. Ja, und wenn es doch kein Interesse dran gibt, dann war da ein bisschen, haben wir da auch ein bisschen Zeit vergeudet, ne? Haben wir uns da von der Basis, von dem Traum wir haben nicht genügend hingeguckt, dass zum Beispiel mehr Demokratie schon seit Jahrzehnten mit ihrem Demokratie- und Volksentscheidebus durch die Städte fährt und auf fast null Interesse trifft. Und dass es schon seit Jahrzehnten Parteien gibt, die in Deutschland Volksentscheide einführen wollen und kein Mensch kreuzt das an. Ne? So von daher kann man sagen, ja. Und deswegen haben wir es dann ja wieder vereinfacht, indem wir gesagt haben, jetzt machen wir es vielleicht so, dass wir erstmal diese Idee, die Bevölkerung wäre wahnsinnig interessiert an Basisdemokratie und Volksentscheiden, indem wir einfach mal wieder Abstand nehmen von dieser Idee, ja, und einfach mal jetzt wieder zurückkommen auf ganz einfache Mechanismen, nämlich hier so, ja, die Einfachheit wieder zurückkommen, nämlich, wo ist die Einfachheit? Einfach die Partei, die Kompetente, die praktiziert intern insofern Basisdemokratie und freie Argumentekultur, als dass jeder sich melden darf und sagen kann, ich würde gern den Reformkonzepten der Next Scientists for Future, die im Moment das Wahlprogramm dominieren, widersprechen. Ich habe bessere Konzepte. Und dann machen wir sofort eine Talkshow und dann wird das ganz öffentlich alles kontrovers diskutiert. Die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche. Aber wir überfordern die Wählerinnen nicht mit solchen Volksentscheid-Wahlprogrammen und so weiter. Ja, jetzt gehe ich nochmal zurück zu unserem Ausgangsthema, zur heutigen Überschrift. Ja, also diese Gesundheitsreform, die ich jetzt nochmal so skizziert habe, löst das Problem von Sucharit Bhakti und Gerd Reuter, dass er eben gestern, vorgestern in der Talkrunde mit der Basis oder im Gespräch mit der Basis, wo er immer nur, das ist das Dilemma unserer Kultur, die Leute können sehr gut die Missstände beschreiben, ziemlich gut, haben aber null Lösungsidee. Und das ist das Dilemma. Und was nützt eine der Bevölkerung eine Partei, die keine Lösungsideen hat? Und wenn sie Lösungsideen hat, wieder einfach ein Übermaß neuer Fehlanreize dann da drin hat. Ja? Und das bringt halt einfach nicht allzu viel. Also von daher, ich fürchte, am Ende kommen wir nicht um die Kompetente herum, aber vielleicht lässt sich das ja auch irgendwie verbinden. Vielleicht gibt es ja doch in der Basis doch mal irgendwann eine Mehrheit der Vernünftigen, die sagt, wir müssen jetzt mal endlich von den Next Scientists for Future, wo wir beim Corona-Ausschuss Professor Harald Wallach gehört haben und Dylan gehört haben mit seinen etwas revolutionäreren Gesundheitsreformmodellen gehört haben, da sollten wir doch vielleicht mal wirklich viel mehr in die Talkshow-Dialoge kommen. Also ich kann nur hoffen, dass diese Partei den Schock der Bundestagswahl irgendwie verkraften wird und dann aber richtig Gas geben wird für die nächste Landtagswahl sozusagen in Richtung der nächsten Landtagswahl und dann wirklich anfängt, Kompetenz zu zeigen. Und wenn aber die Mitglieder zu wenig kompetent sind, um überhaupt Kompetenz zeigen zu können, dann war es das sicherlich endgültig mit der Basis. Ne? Ja, insofern, das war's mal jetzt für heute. Tschüssi, bis bald.